Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Yoshi's Woolly World bei eurem Feuerstachel. Nachdem wir im letzten Part hintergründige Gedanken in Level 2.2 hatten, wollen wir in diesem Part weitermachen mit Level 2.3 und diesem Lollipop Yoshi, denn dort gibt es Kettenhunde. Leinen los für den Kettenhund. Level 2.3 starten wir doch gleich mal durch, ohne Trägeranstecker natürlich. Yoshi! Ah, und da ist auch schon der erste Kettenhund. Aber erstmal will ich mich um meinen Wollarsenal kümmern, denn wir können schließlich 6 von diesen netten Wollbällen mitnehmen. Und das will ich natürlich auch komplett ausnutzen. Aber zuerst, wie kann ich den besiegen? So? Ah, so entstehen also diese Bällchen. Ja, eigentlich auch logisch, oder? Die sehen genauso aus wie der. Cool. Kann ich den auch irgendwie... Oh, ich kann wieder aufessen. Beziehungsweise die Wolle, die ihn umrahmt hat, kann ich wieder verwenden. Und jetzt kommt er hier mit rüber. Will ich das? Ja, okay, ich glaube, ich muss sogar, weil da müssen wir die Wand einbrechen und das können wir nur mit so einem Bällchen. Ja, okay, dann weiter vor. Ah, sowas kennt man schon aus den Mario-Titeln. Muss man einfach den Pfahl in den Boden rammen, damit er weiterrollen kann. Finde ich nett, dass sie sowas auch in Yoshi-Spielen verwenden. Na, wie komme ich da hoch? Ich komme da bestimmt irgendwie hoch. Okay, erstmal wieder aufessen. Und jetzt komm ich mit hoch. Komm. Hopp. Hopp. Ab nach oben. Dankeschön. Noch weiter nach oben. Hier, bitteschön. Danke. Der gehorcht mir aufs Wort. Das finde ich richtig nett. Oh. Nein. Ich sollte zuerst... Vielleicht kann ich das ja doch noch machen. Nein. Anrichtung. Och, Mann. Kann ich da oben... Vielleicht wäre da oben was drauf gewesen. Aber so komme ich da nicht mehr ran. Ich will den wieder haben. Beziehungsweise, ich brauche den. Och Mann, komm doch wieder nach oben. Okay, ich denke, falls da oben was versteckt war, habe ich es jetzt verpasst. Och Mann. Ich hoffe, da war nichts. Weil vielleicht haben die was auf dem Wollspender versteckt. Wieder so eine kleine Fragezeichenwolke oder irgendwie sowas. Könnte ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Was ist hier drin? Herzen mal wieder. Jetzt habe ich volle Herzen, oder? Ja, aber die Pflanze will ich zuerst weg haben. Boom! Weg mit dir! Na, ah, das soll erstmal wieder rüberkommen. Dankeschön. Und hopp. Hierher, Hündchen. Hierher. Oh, der gehorcht echt aufs Wort. Richtig, nettes Hündchen. Und hier hinten ist bitte die erste Blume. Ich hab doch gewusst, dass da oben was versteckt war. Leute, ich hab gewusst, dass da oben was versteckt war. Aber wie kann ich den wieder mit nach oben locken? Kann ich nicht? Okay. Ich werde es reinschneiden. Wenn ich das Level dann zu 100% spiele. Ich hab gewusst, dass die da oben was versteckt haben. Richtig fies. Na okay, wie komme ich da hin? Ah, ich weiß schon. Aber erstmal die erledigen, weil die nervt nur. Kleine Maultasche aufgesetzt. Und schon kann ich hier weitermachen. Nein, nicht so schnell rollen. Ich muss hier hoch. Deswegen langsam rollen. Langsam und genüsslich. Wir haben Zeit. Kein Problem. Ganz langsam. Ja, und hier stehen bleiben, bitte. Danke. Ja, okay, das war aber ziemlich einfach, das hier. Und es ist die zweite. Jawohl, wenigstens haben wir keine Wollpille verpasst. Beziehungsweise keine Wunderwolle. Oder Wunderpille. Eine Mischung aus beiden versus. Ist da oben was versteckt? Vielleicht. Nö, okay. Dann eben nicht. Aber hier drauf bestimmt, oder? Hä? Nee, auch nicht. Naja, erstmal wieder das Wollarsenal aufstocken und dann können wir genüsslich weitermachen. Und Checkpoint, will ich den aktivieren? Ja, komm, mach mal einfach mal. Hier ist bestimmt irgendwo noch eine Fragezeichenwolke oder so. Mit Sicherheit. Mit Sicherheit, Leute. Mit Sicherheit. Ist da unten was? Wär fies, aber ich kann es mir irgendwie vorstellen. Nicht? Sicher? Ja, okay, dann vertraue ich ihn einfach mal und gehe weiter. Bitte, hab mich nicht ausgetrickst, bitte. Ich bin doch ganz lieb. Okay, wie kann ich das hier irgendwie... Kann ich das irgendwie einrahmen? Oder nicht? Anscheinend nicht. Dann machen wir hier eben weiter. Wo ist mein Hündchen? Hätte ich das mitnehmen müssen irgendwie, oder wäre das nicht gegangen? Okay, du erstmal weg. Dankeschön. Dann kann man es einfach wegrollen. Knuffig. Wir haben volle Herzen, das nützt mir aktuell nichts. Die hätte ich vielleicht für später aufheben sollen. Aber jetzt bringt es auch nicht mehr, darüber zu diskutieren bzw. zu philosophieren. Wir haben sie sofort eingesetzt gehabt. Das ist eigentlich auch ganz gut so.
Ich habe schon gedacht, der rollt zu mir. Ah, da oben ist bestimmt irgendwas. Nein, nein, warum? Ja, ich habe gewusst, ich hätte es für später aufheben sollen. Och Mann, was ist hier oben? Ah, aber der kommt hier nicht raus, oder? Wobei, ich kann es so machen. Ja, okay, wenn ich einfach zielen könnte. Genau. Aber den will ich auch noch mit, mitnehmen. Dann nicht. Meinetwegen. Okay. Ich hab gewusst, dass die hier was versteckt haben. Ich hab's gewusst, Leute. Und das ist die dritte. Okay, wenigstens habe ich bis jetzt noch alles weitere mitnehmen können. Komm, plätt jemand. Nein, 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 zuerst machst du das da oben, weil da ist bestimmt auch irgendwas drin. Auch wenn es nur ein Stempel ist, hier ist was drin, das weiß ich. Das habe ich im Urin, sowas. Okay, komm erstmal wieder hier hoch. Hm? Dankeschön. Und jetzt hier rüber. Ich weiß, du kannst das. Trau dich. Nicht? Kannst du das echt nicht? Oh, das wäre aber bitter. Kann ich dich hier auf dieser Seite hochlotsen? Ja, und hier geht's anscheinend besser. Hä, kann man das gar nicht kaputt machen? Oder... Ja, ich denke, der kommt hier gar nicht hoch. Oh, schade. Naja, was soll's. Machen wir hier unten eben weiter. Und alles plätten. Jetzt können wir da vorne wieder runter, aber... Ich habe das Gefühl, hier oben ist noch was. Kannst du hier auch kommen? Nee, der will nicht. Der hat da keine Lust drauf. Ja, okay, dann machen wir eben hier nochmal weiter. Mich ärgert es gerade voll, dass ich die erste Blume verpasst habe. Och Mann. Sonst nehme ich doch eigentlich alles mit von den Wolpeln und Blumen beim ersten Durchlauf. Eben nicht bei den Stempeln oder bei den Herzen, aber sonst alles. Diesmal leider nicht. Och Mann, das ist voll schade. Naja, hier geht's weiter. Und, ah, zwei Wege. Ziemlich konfus. Ja, okay, wir brauchen eindeutig wieder die Kettenhunde. Sonst lässt sich hier nichts machen, aber erstmal wieder Wollarsenal ausstocken. Und komm, mehr. Oh, mehr große wäre schon schick gewesen, aber ein großer reicht fürs erste, glaube ich, auch. Alles mitnehmen? Ah, Fragezeichenwolke, was ist hier drin? Herzen. Haben wir wieder volle Herzen, das ist schon mal gut. Können wir vielleicht das zumindest noch mitnehmen? Hm. Und da ist er auch schon, der kleine Knilch. Der kleine süße Knilch. Oh. Tut mir voll leid, dass ich das immer machen muss, aber was muss, das muss, ne? Okay, komm mit nach oben. Muss ich zuerst wieder von seiner Wollschicht lösen? Ja, dann ab dafür, oder? Komm hoch. Und der gehorcht mir mal wieder aus Wort. Ja, diesmal ist er weiß. Weiß ist eigentlich eine richtig schicke Farbe für ihn, finde ich. Ich hab's gewusst. Was bedeutet oder was bewirkt diese Fragezeichenwolke hier? Ah, die dritte, jawohl. Haben wir bis jetzt noch nichts verpasst? Das freut mich. Und er kann hier bestimmt hochjumpen. Dafür muss ich es aber zuerst mal etwas niedriger machen. So, oder? Oder? So? Ja, anscheinend so. Okay, dann jump mal hier hoch. Komm, ich weiß, du kannst das. Kannst du das nicht? Ich weiß, du kannst das. Komm. Mach. Und? Ja, gut. Ah, jetzt muss ich hier machen. Gut, jawohl. So klappt es doch gleich viel besser. Und hier hinter verstecken sich weitere Stempel. Na, kein einziger Stempel. Das war fies. Okay. Ah, ich muss jetzt ausgleichen, sodass ihr durchrollen kann. Ja, dann vorwärts. Und jetzt die blauen wieder höher, oder? Blauen hoch. Grün, nee, grün hätte ich runter machen müssen. Ganz runter, bitteschön. Ah, so sieht es doch gleich schon viel besser aus. Und roll voraus, kleiner Geselle. Hier unten ist sonst nichts mehr, oder? Da unten? Irgendwas? Nicht? Okay, dann nicht. Ja, dann ab nach oben. Ja, dann jump hoch. Hier, das kannst du doch. Ich weiß, dass du das kannst. Jawohl. Und genau so habe ich es auch gewollt. Ist hier oben was? Kann ich da irgendwie was machen? Oder nicht? Ja, okay, dann gehen wir eben weiter voraus. Man muss anscheinend noch einen weiteren aus der anderen Seite holen. Okay, meinetwegen, kein Problem. Mache ich doch gerne. So kann man die also erledigen. Okay, freut mich.
Ha, ach so, jawohl. Jetzt kann man den erst zur Wolle machen, damit er da runterrollt. Vorwärts. Ha. Ah. Ah. Okay, dann vorwärts. Ganz langsam und genüsslich. Hier ist auch eine Wunderpille unten, beziehungsweise eine Wunderwolle. Die will ich natürlich mitnehmen. Und auch alles andere. Wetten, da ist noch Stempel drin? Nicht? Okay, dann eben nicht. Aber ich muss den weiter mitnehmen, deswegen jump voraus, kleiner Knecht. Was heißt kleiner Knecht? Das ist eher so eine Beleidigung. Ich würde ihn eher so kleiner Geselle nennen. Oder kleiner Knilch. Das ist doch schon etwas freundlicher. Kann ich da oben hoch? Nicht. Hat gerade irgendwie so ausgesehen, aber anscheinend doch nicht. Ich muss mal den aktuellen Stand der Dinge ansehen. Ha, ja, okay, bei den Blumen sieht es etwas merkwürdig aus, aber ich will erstmal noch nichts Schlechtes vermuten, weil bis jetzt ist noch eigentlich viel offen. Will ich auch hoffen, dass es wirklich so ist, Leute. Ja gut, erstmal wieder Wollarsenal auffüllen und diesmal bitte zwei große. Oh, schon wieder nur ein großer. Naja, was soll's. Was ist das? So eine... Ah, nett. Okay, ich will aber wirklich alles von den Dingern mitnehmen. Ist hier irgendwas? Ich hab's gewusst, Leute. Nicht vorschnell handeln. Okay, nicht vorschnell handeln. Das war wirklich ein gutes Thema gerade eben. Irgendwo hier ist eindeutig noch eine Blume. Warum versteckt ihr die Blumen so? Gemein. Die ist bestimmt irgendwo hier noch, oder? Nein? Hier hinten? Auch nicht. Okay, dann weiß ich es aktuell leider nicht. Ich glaube, ich werde sie dann auch mit reinschneiden. Und wir schließen den Level einfach mal so ab. Ja, muss man ja leider. Ich hoffe, wir treffen wenigstens noch die letzte Wunderwolke. Wunderwolle. Wunderwolke wäre cool. Okay, und ab nach oben. Juhu. Hoffentlich ist sie noch hier oben. Mal schauen. Ja, wir brauchen ja nur noch eine. Das dürfte schon passen, dass die hier oben ist, denke ich. Ja, dann komm mal her, kleiner Mann. Ah, genau. Der hat mir mein Leben gekostet. Das ist voll fies, der Kleine. Das ist fies. Okay, der 15. Stempel. Ist hier sonst noch irgendwie eine Fragezeichenwolke oder so? Eine versteckte. Eher nicht, glaube ich. Oder wobei. Hier oben in der Wand? Nein. Und er verschwand in der Wand. Diesmal leider nicht. Aber beim nächsten Mal wahrscheinlich. Oh! Was war das für ein Haufen? Richtig cool. Okay, ich muss den einen aber immer noch mitnehmen. Weil den brauche ich für da unten. Wahrscheinlich entsteht dann die letzte Wunderwolle. Könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Oh, und es geht steil bergauf mit der Karriere. So gefällt es einem doch. Ja, dann komm mit runter, kleiner Mann. Wir brauchen dich. Ich kann dich später dann irgendwann erlösen. Das ist dann kein Problem. Und? Jawohl. Ich hab's gewusst, ich hab's gewusst, ich hab's gewusst. Das war sowas von... Das war sowas von offensichtlich, liebe Leute. Und dann würde ich sagen, schließen wir den Level fürs erste Mal ab. Und ich schneide die 100% dann gleich danach noch mit rein. Miau! Aber zuerst mal ein nettes Bonusspiel. Bonusspiel! Juhu! 15 von 20 Herzen. Hätten wir uns am Ende nicht noch treffen lassen, hätten wir schon die Herzen gehabt. Aber man kann es nicht mehr ändern. 18 Stempel hatten wir schon und volle Wunderwolle. Und das Bonusspiel will ich jetzt etwas besser meistern, deswegen strengen wir uns hier mal enorm an. Wieder dasselbe. 12 Sekunden Zeit diesmal. Okay, das schaffen wir, oder? Komm, das schaffen wir. Jawohl. Und... komm. Ich will wenigstens noch die Äpfel mitnehmen. Oh, da kommen die ersten Wassermelonen. Wassermelonen, Wassermelonen. Oh, die Wassermelonen geben nämlich deutlich mehr Punkte als die anderen. Konnte ich leider nicht mehr mitnehmen. Aber 1350 Punkte ist schon ganz gut, würde ich mal sagen. Und welcher Woll-Yoshi entsteht wohl jetzt? Er hat Orange mit drin, Gelbtöne und auch ein bisschen was Weißes. Citrus-Yoshi wurde wieder zusammengegelt. Ah, netter Name. Dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich den Level zu 100% abgeschlossen habe. Bis gleich, liebe Freunde.
Und damit haben wir auch diesen Level zu 100% abgeschlossen, liebe Leute. Oder liebe Freunde, und sind jetzt auch schon im Ziel. Ich habe wieder auf den Wollamiibo Yoshi zurückgegriffen, um meine vollen 20 Herzen zu bekommen. Beziehungsweise aufrechtzuerhalten. Ja, da haben wir jetzt erstmal schon einen goldenen Stern. Und bei den Blumen auch. Und die Stempel haben sich auch mit den Blumen zusammen erledigt. Denn sie war bei der vierten Blume oben versteckt. Haben wir diesen Level jetzt auch zu 100%, das freut mich echt. Und dann würde ich sagen, wenn euch der Part gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da, mich zu unterstützen und es mich auch gleichzeitig wissen zu lassen. Und wie immer könnt ihr mich kostenlos abonnieren, um nichts von meiner Wenigkeit jemals mehr zu verpassen. Und wie immer, wir sehen uns wieder im nächsten Part. Hier Leute, euer Feuerstachel, haut rein und ciao. Da geht's dann weiter mit dem ersten Zwischenboss der zweiten Welt. See you.